So, meine Freunde, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht, aber hier mal wieder ein Video. Ich habe mir ein Hörerlegungskit für meinen Kühler geholt, besorgt, bei Schollis. Mal ein kleines Unboxing machen, ganz schnell, Kleinteile, Ummantelung, Schlauchschutz, Schläuche, obere Abdeckung und natürlich der komplette Aufbau hier unten. Aufbauanleitung habe ich bei Can-Am und von der Homepage runtergeladen und gegebenenfalls gedruckt, ausgedruckt. Was im Hintergrund klickert, das ist unsere Zeltheizung. Das machen wir auch noch nebenher. Das heißt, wenn wir demnächst Offroad fahren, wollen wir weiter wegfahren. Ich sage noch nicht wohin, ist noch ein Geheimnis. Für Hardcore Offroaden. Und es soll im September etwas kühler werden. Sie haben jetzt eine kleine Zeltheizung gebaut. Viele kennen sie auch unter China-Heizung. Wir sind gerade am Testen, weil wir wollen ja nicht frieren. Kostet auch nicht viel. Ich glaube, ich habe bei eBay 129 Euro bezahlt für diese Heizung. Bis jetzt bin ich begeistert von. Ich lasse hier schon stundenlang im Testlauf und gucken, wie es ist. So, nicht wundern. Ist noch schmutzig vom letzten Mal Forst und Forst. Wie gesagt, Standard. Oben die Nase muss ab. Blende vom Steuerkit muss ab. Und natürlich die große Blende muss ab. Und jeder, der das selber macht, sollte das kleinste Problem sein. So, der Bumper ist ab. Frontverkleidung ist auch ab. Jetzt kommt dein Schutzblech vom Kühler kommt ab. Man sieht schon hier, da kommt man normal mit dem Hochdruckreiniger gar nicht dran. Das kommt jetzt auch noch ab. Dann wird das mal gereinigt. Nächster Schritt ist Kühlwasser ablassen an der Seite. Und dann geht es gleich weiter. So, der Schutz vorne abgebaut, da sieht man mal, wie schlimm das noch ist, obwohl ich sie immer gereinigt habe nach dem Offroad-Fahren. So, Kühler ist raus, Lüfter ist raus, der Behälter kommt raus, habe ich schon vorgelöst. Hier, der Schlauch drüber geht, kommt raus, wie es in der Kennenbeschreibung steht, steht drin, entfernen und entsorgen, hilft mir aber auf. So, jetzt habe ich nur noch den hier. Und den hier oben. So, jetzt kann die Front schon fast wieder zusammen. Mein Kühler weicht noch ein, weil der ist so stark verschmutzt. Den werde ich heute wohl nicht mehr sauber kriegen. Den lasse ich über Nacht mal einweichen im Wasser. Dass ich die schönen Schlammbrocken wieder lösen. So, Verkleidung ist drauf. Wird nur draufgelegt. Bumperlicht da hinten. Den Kühler habe ich einigermaßen sauber gemacht. Obwohl er ausgebaut war, habe ich da bestimmt hier, keine Ahnung, Ewigkeiten verbracht, mir das sauber zu kriegen. Aber man sieht es immer noch überall ein bisschen. Also ich habe schon immer gedacht, hier draußen mit dem Gartenschlauch oder auch mit dem Hochdruckreiniger, das würde immer sauber gehen. Aber man muss das Ding echt ausbauen zum Reinigen. So, jetzt wird schon mal vormontiert. Und der Lüfter. So. Lüfter ist aufgeschraubt, die zwei Halter sind auch drauf. Die zwei, die für den Kühler sind vorne mit Schwingungsdämpfer, Gummi, sag ich mal, die sind auch montiert. Eigentlich alles gar kein Problem. Und für die, die kommen hier in die Löcher rein, da will ich jetzt ein bisschen Silikonspray dran machen und dann eindrücken und dann anschrauben. So, ich habe das montiert. Ich habe mir so hingelegt. Die Schrauben hier, die habe ich dann von unten geschraubt, immer mal gedreht. Hier sind die Torx-Schrauben drin. Das sind die in Gummi gelagerten Schrauben. So, das ist soweit dran. Behälter ist dran. Der Schlauch hier oben ist dran. Ich habe mich aber hier für die Stelle entschieden, weil diese Stelle zum Klemmen, laut Beschreibung, komme ich
schlecht dran nachher. Deswegen habe ich so gelassen. Hier die Schelle zumachen. So, jetzt kann es vormontiert werden auf dem Quad. So, den Aufbau haben wir montiert. Am besten jetzt mit zwei Leuten, weil sie ganz schön schwer geworden ist. Hier sind die Kunststoffteile. Hier habe ich eine Unterlegscheibe was reingesetzt. Ja, geht's weiter. Schläuche verlegen und dann ja, geht's weiter. So, hier muss auch ein Schlauch geschnitten werden. 114 vom Anfang oder Ende. Und dann kommt der andere hier dran. Oben haben wir auch schon ein bisschen was verlegt, das einigermaßen passt. Ich habe die Schellen alle lose gelassen, weil ich dann alle noch ein bisschen drehen werde, bis es nachher passt und dann mache ich sie feste. So, das Teil muss, ja, muss auch noch ausgeschnitten werden. Das habe ich mit der Stichsäge gemacht. Habe sie mir so rumgehalten und hier drauf kann man eine Linie erkennen. Und dann haben wir schon umgeschnitten. Dann ein bisschen abschleifen und dann hat sich die Sache. So, ich habe das jetzt ausgeschnitten. Die Schläuche habe ich gelegt. Die sind natürlich alle lose. Hier oben auch. Lose, lose, lose. Unten auch. Jetzt lege ich mir das Teil zurück, wie es original hingehört. So, jetzt kann ich mal gucken, ob irgendwas geknickt ist, welche Knickstellen drin sind. Den kann ich sehen. Die Schläuche liegen. Unten drunter der Schlauch liegt auch. Na, ein bisschen nachdrücken nochmal. So, ein bisschen nachdrücken. So, Halter passt auch. So, wenn das so ist, die Schläuche nicht verdreht sind, nicht verknickt sind, nicht abgedrückt sind, dann können wir sie festmachen. So, das Teil ist verschraubt, montiert, behält das ran. Ich habe schon laufen lassen, habe dann entlüftet. Jo, es gibt nur zu sagen, hat eigentlich wunderbar gepasst. Ja, jetzt baue ich den Rest wieder zusammen und ja, muss eine Probefahrt gemacht werden.